Herzlich willkommen zum achten Teil des Let's Plays zu Detroit Become Human. Nachdem wir in der letzten Folge Zeuge wurden der Wiederbelebung und medial inszenierten Auferstehung von Marcus, der wohl zum Prophet und zum Anführer der Widerstandsbewegung kommen wird. Ich bin gespannt, auf was wir heute zulaufen. Ja, wenn das nicht Connor ist, der hier nach dem Datum ebenfalls wiedergeboren vor uns steht, so könnte man sagen. So kann es also auch laufen. Und in dieser Gartenanlage mit leicht japanischer Anmutung eine Amanda finden muss. Japanisch vielleicht, ich muss bei Kirschen immer an Shenmue denken, sobald es um Videospiele geht. Ja. Und ich bin gespannt, wer oder was diese Amanda ist, mit der wir uns jetzt unterhalten werden. Hallo, Amanda. Connor, schön dich zu sehen. Dein Vorgängermodell wurde leider zerstört. Er wusste, dass Abweichler unberechenbar sind, aber er war unvorsichtig. Ich hoffe, du machst nicht denselben Fehler. Wie kann eine Maschine unvorsichtig sein? Das habe ich nicht vor. Wenn ein Connor-Modell zerstört wird, wird sein Speicher ins nächste Modell übertragen. Aber einige Daten können dabei verloren gehen. Vermeide eine Zerstörung. Das ist besser für dich und für die Untersuchung. Ich verstehe. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Er hätte alle dort töten können. Der vorige Connor hätte die Gefahr erkennen müssen. Kein bewaffneter Polizist hätte dem Abweichler so nahe kommen dürfen. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Ich finde ihn faszinierend. Ich glaube, er ist reizbar und sozial eingeschränkt. Aber ich glaube auch, dass er ein guter Detective war. Ein interessanter Charakter. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Ich würde mich anpassen. Ich passe mich seiner Persönlichkeit an. Es dient dem Interesse der Untersuchung, dass ich Konflikte vermeide und mich auf seine Verhaltensweise einstelle. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Führe die Untersuchung fort, wo der letzte Connor aufgehört hat, und mach dem ein Ende. Ja, nun gut. Also. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Das also ist Amanda. Im Moment ist noch vollkommen unklar, ob es sich um, also für mich zumindest, ob es sich um einen Menschen oder um einen Androiden handelt. Und wir hatten hier ganz klar die Konzeptualisierung des Prototypen Connor als Maschine, also der zerstört wird. Und dann wird der Speicher einfach übertragen in das nächste Modell. Das scheint die favorisierte Lesart bei CyberLife zu sein. Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Man tut sich unter Androiden. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Verstörend finde ich ja immer etwas, dass die Androiden derselben Typnummern identisch aussehen. Die Scheißmaschine hätte alle da drin töten können. 3 identische Exemplare. Ich schaue mich noch kurz um, ob ich hier noch irgendetwas tun kann. Spannend. Erzähl ihnen, was passiert ist.
Das menschliche Verhältnis hier am Terminal zu Androiden beträgt 1 zu 3. Auch das ist schon ein Hinweis darauf, wie sich die Arbeitswelt verändern wird. Die Lage in der Arktis spitzt sich weiter zu. Seit gestern ein russischer Flugzeugträger auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben, die jedoch bei keiner der beiden Parteien zu Schäden führten. Dennis Ricks, der Verteidigungsminister, sprach von einer nicht hinnehmbaren Provokation, die eine Antwort erfordert. Die angrenzenden Länder, insbesondere Schweden und Kanada, forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Bisher gab es keinerlei Reaktion aus Moskau oder Washington. Wir informieren Sie im Minutentakt über die aktuellen Entwicklungen. Ja, auch hier scheint sich die Lage dramatisch zuzuspitzen. Das ist das, was wir jetzt schon über die mehrere Folgen dieses Let's Plays aus unterschiedlichen Perspektiven sehen konnten. Gut, dann schauen wir mal nach Anderson. Oder nach dem Schreibtisch von Anderson, da der ja noch nicht da ist. Ich bin auf der Suche nach Lieutenant Andersons Platz. Der Schreibtisch da drüben. Das ist er nicht. Aber das könnte sein. Na gut. Entschuldigung. Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Okay. Ja, naja, mal sehen, ne? Wie lange mich das Spiel jetzt warten lässt. Interessant, interessant. Gut. Das hätte ich auch gleich machen können. Ja, schauen wir mal. Mich interessieren vor allen Dingen hier die Androiden-Modelle. PM700. Okay, vorjähriges Modell, also sehr neu. Daneben PC200. Schon 3 Jahre alt. Hör zu, ich kann jetzt nicht reden. Und? Ja, okay. Ich dich auch. Noch ein PM700. Also die Buchstabenkombinationen lassen, wie vermutet, auf den Einsatzzweck der Androiden schließen. Nämlich P scheint hier für Police zu stehen. Aber das ist nur eine Vermutung. So, jetzt schauen wir mal weiter. Hallo, Lieutenant. Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Gott, gestern hattest du eine Kugel im Kopf. Mein Vorgänger wurde bedauerlicherweise zerstört. Aber Cyberlife übertrug seinen Speicher und schickt mich als Ersatz. Der Vorfall sollte die Untersuchung nicht behindern. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro! Ja, bevor wir ihm folgen, probieren wir doch erstmal hier alle Sachen durch. Auch das ist wie in Shenmue, ja. Bevor ich meinen Vater räche, spiele ich noch ein wenig mit dem Spielzeug aus diesem Spielzeugautomaten. Aber vielleicht erfahren wir hier wirklich mehr über Hank, der jetzt ein bisschen irritiert war in der Situation.
Man muss aber auch ehrlich sagen, der Gesprächseinstieg von Connor war jetzt nicht so ideal für die Situation. Der hat nämlich genauso eingesetzt wie beim ersten Mal, als sie sich getroffen haben. Hallo, ich bin Connor, ich bin der Android von CyberLife. Der Android im Übrigen, nicht irgendeiner, sondern der. Auch das ein Hinweis auf seine herausgehobene Position. Okay, also Hank ist erfolgreich gewesen in der Drogenfahndung. Was ist das? Hundehaare? Okay. Ein Bernardiner, offenbar. Ja, auch hier der Hinweis auf den Erfolg in der Drogenfahndung. Ein komplettes Team, was schon ein bisschen her ist, also über 10 Jahre. Was ist das? Streichhölzer. Aus Jimmys Bar. Ich glaube, da haben wir ihn zum ersten Mal getroffen. Baseball Cap. Das Donuts, ja, die dürfen freilich nicht fehlen. Ein alter Kaffee. Ja, wie halt so ein Schreibtisch auszusehen hat, ja. Süßkram, Musik, altes Papier und alter Kaffee. Und vertrocknete Pflanzen. Super, das sollte mal ein Fächerhorn sein. Also nichts Überraschendes hier an der Stelle. Aber wir wissen jetzt, Anderson war ein hervorragender Polizist. Jetzt stellt sich nur die Frage, warum er es jetzt nicht mehr ist. Okay. Was ist das? Roboter-Erziehung. Ach, hier wieder der Konflikt zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Na, da braut sich wirklich was zusammen. Im Hintergrund läuft das Gespräch zwischen Hank und seinem Chef, die sich hier wechselseitig anschreien. Und der hier offensichtlich lautstark im Hintergrund sein missliebiges Verhältnis zu Androiden zur Sprache bringt. Okay. Gespräch beendet, es geht um Personalakten und irgendwie sind die beiden sich nicht grün. Aber ich schaue mal hier noch ein bisschen weiter. Connor scheint Vulkanierohren zu haben. Das war in diesem Fall gut. Da können wir nämlich weiterschauen und haben das Gespräch trotzdem mit angehört. Ah, okay. Scheiße. Sieh mal da. Ein verdammter Geist. Sein Klon liegt auf der Müllkippe und heute Morgen. Überraschung. Nimmt ein anderes Arschloch seinen Platz ein. Hallo, Detective Reed. Das wollte ich gern. Ihn begrüßen. Einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Welches Modell? RK-800. Ich bin ein Prototyp. Ein Prototyp? Androiden-Detective. Also ersetzen uns jetzt Maschinen. Ist das so? Hey, bring mir einen Kaffee, Arschloch. So, da entscheide ich mich mal für ablehnen. Jetzt mach schon! Wenn das möglich ist. Ja. Tut mir leid. Ich unterstehe lediglich Lieutenant Anderson. Oh. Gut. Wenn ein Mensch dir einen Befehl gibt, führst du ihn aus. Kapiert? Halt dich von mir fern. Nächstes Mal kommst du nicht so leicht davon.
Naja. Ertrage geduldig den Umgang, was will man machen? Mehreren Quellen zufolge hat CyberKnife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Android-Hilfspolizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir baten CyberKnife um einen Kommentar, doch niemand wollte unsere Fragen beantworten. Das erste Buch, ja, das sind immer die besten Möglichkeiten, unternehmenskommunikativ erstmal nichts zu sagen. Das sorgt immer dafür, dass es in der öffentlichen Meinung dass die Öffentlichkeit einem misstraut. Die erste KI, der erste KI-Roman. Erbaut von CyberKnife analysierte die KI namens Voltaire, warum auch nicht? Monatelang in sozialen Netzwerken menschliche Interessen, bevor ihre komplexen Algorithmen den Roman schließlich erzeugten. Mehreren Experten zufolge wird es für menschliche Autoren schwierig, mit dem Prozess zu konkurrieren, sodass voraussichtlich die meisten Werke der kommenden Jahre von künstlicher Intelligenz stammen werden. Ja, ein bisschen gruselig ist das alles schon, was hier für ein Weltbild erzeugt wird. Und ich wundere mich ein wenig, dass es da nicht stärkere Vorbehalte auch von Menschen gibt. Außer diese eine kleine publique Demonstration vor dem CyberKnife-Gebäude, die wir da gesehen haben. Was ist das? Was glotzt du so? Hey, fick dich! Verdammt, Android. Okay. Rechts der Dealer, links der auf den Zug. Na, schauen wir mal, wo Hank ist. Na, ist nicht mehr hier. Captain Fowler ist nicht mehr verfügbar. Der hängt so schnell. Ach, da ist er. Okay. Ich verstehe, dass die Zerstörung meines Vorgängers für Sie unangenehm war, Lieutenant. Ich werde mein Möglichstes tun, damit sich das nicht wiederholt. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Naja, sehr gesprächig ist er nicht. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Okay. Na dann. Schauen wir ihn mal an, den Schreibtisch. Ja. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Hey, hast du die Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Nee, das offensichtlich Spiel wollte ich nicht. Mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Ja, super. Also Hank sieht nicht so aus, als ob er noch sehr viel sprechen möchte, aber ich versuche es trotzdem mal. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Ich weiß nicht. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja, es gibt einen. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das?
Die Hundehaare an ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Na, wenigstens mal eine Antwort. Also das Gespräch schleppt sich gut dahin. Ich weiß nicht, ob das so geschickt ist, die ganzen Antwortoptionen einzublenden. Immer um diese Zeit ins Büro? Was ist das für eine dumme Frage? Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Da sieht man auch ein bisschen, wie problematisch diese Kurzeinblendungen sind mit diesen kurzen Hinweisen. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich die dann mir gerne zu Gesprächsverläufen ansehen führen, die man auch nicht unbedingt will. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Okay, jetzt kommen wir doch mal ans Eingemachte, zu den Abweichlern, an denen auch Hank arbeitet. Okay, schauen wir mal einzeln durch. Also was ich nicht so mag in Spielen ist, am Bildschirm von Bildschirm ablesen. Das ist sowas, was irgendwie, es fühlt sich sehr nach 80er und Text-Adventure an. Aber machen wir das Spiel, wenn wir das Spiel mit. Okay. Ist einfach verschwunden. Hier behauptet jemand, angegriffen worden zu sein. Die Klägerin behauptet, von ihrem Androiden angegriffen worden zu sein. Ist geflohen. Klein Mensch des Eden Club berichtet von unerklärlichem Verschwinden eines Sex-Androiden. Okay. Ein Sex-Android. Aus dem Eden Club, ne, das haben wir, den Hinweis haben wir schon mal in einem anderen, in Ortiz Haus gesehen. Ah. Das ist ein unbekannter Android, ja, Carl Manfred. Das ist Marcus, der hier gesucht wird. Ebenfalls ein Prototyp. Modell und Seriennummer unbekannt. Ob der von derselben Reihe ist wie Connor? Also ein RK-Prototyp. Okay. Das ist Kara. Warum wird hier nirgendwo die Tochter erwähnt? Ja, das verdächtigt. Ja. Okay. Okay. Hier in diesem Text, in dem beschrieben wird, wie Kara Todd getötet hat, wird nirgendwo die Tochter von Todd erwähnt. Und der recht eigenwillige Eindruck, der sich in Bezug auf Alice erhärtet, bestätigt sich auch hier. Gestern Abend offenbar einen Menschen ermordet. Möglicherweise ist ein guter Ansatz für unsere Untersuchung. Alice ein Android. Ein Kinderandroid. Sie isst nicht, sie schläft nicht, sie taucht in keiner Akte auf, sie taucht in keinem anderen System auf. Sie spricht nur mit Kara. Wenn sie spricht, spricht sie eigenwillig über andere Mädchen, die geliebt worden seien. Ich weiß, diese Untersuchung kommt ungelegen, Lieutenant. Aber sie regeln das sicher professionell. Warum verpisst du dich nicht einfach? Wir brauchen echte Forensik. Okay, ich hack mal nach. Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Ich würde ja als Mensch nicht weiterreden. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant, es tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl getötet hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Kara.
Also aus meiner Perspektive als Mensch wäre es jetzt auch ohne die Auseinandersetzung gegangen. Aber das Spiel zwingt einen faktisch hier zu dieser Mission. Okay. Ja, eine recht eigenwillige Dialogsequenz, die doch einiges Neues ans Tageslicht gebracht hat. Also Marcus ist ein Prototyp und Kara offensichtlich als Android allein in dem Haus gewesen. Und niemand wusste etwas von dem anderen, von dem Mädchen, das noch mit in dem Haus wohnte, was darauf hindeuten könnte, dass das ebenfalls ein Android ist. Weshalb Todd sie dann als Tochter anredet, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Spielt auch wahrscheinlich keine große Rolle. Hier ist der Zen-Garten, in dem wir am Anfang waren. Wir haben mit Amanda gesprochen. Auch hier ist unklar, ob das ein Android ist oder ein Mensch. Aber sie scheint Repräsentantin von Cyberlife zu sein. Ja. Eigenwillige Gespräche. Ein typisches Polizeiklischee. Aber wir haben einiges Interessantes herausbekommen. So, dann sind wir wieder im Gegenwart von Kara und Alice. Mal sehen, ob Alice jetzt etwas ist. Dann bestätigt sich meine Vermutung nicht. Aber was Kara jetzt tut. Okay. Passen auf Alice auf. Machen neues Feuer. Ist Ralph noch da? Nee. RA9. Ja, Amanda. Aha, Amanda könnte auch ein auf RA9 hindeuten. Ich habe ja beim letzten Mal die Hypothese geäußert, dass RA9 möglicherweise ein Prototyp ist mit einer spezifischen, faktisch mit einer einstelligen IP-Kennung, die eine Range angibt. Und damit das möglicherweise anzeigt, was innerhalb der in Androiden-Baureihen möglich ist. Aber es könnte freilich auch noch was anderes sein, nämlich, dass man durch die Entwicklung, die Androiden durchmachen, egal was das auch immer sein mag, ich kann es jetzt noch nicht abschätzen, jeder von ihnen zu RA9 wird, also das erste Mal faktisch, wenn sie an die Wand schreiben, I am alive, dass sie dann nicht mehr AX400, RP300 oder RP800 sind, sondern alle RA9. Und dass die sie gemeinsam, also jeder für sich, zu humanoiden Androiden werden, die dann natürlich alle identisch sind. Eben jeder für sich ein RA9. Mal gucken, ob das Spiel Indizien dafür bereithält für diese Lesart. Okay, hier die Tiere als Androiden. Naja. Eisbären. Na gut. Okay, jetzt haben wir das Holz haben wir jetzt schon besorgt, das Feuer gemacht. Was nun? Hier kann ich auch nichts tun. Schaue ich mal nach oben. Was ist da zu sehen?
Aber es sind nirgendwo andere Klamotten. Hier ist auch nichts. Nochmal nach unten schauen. So, an dem Spiegel kann ich auch nicht mehr interagieren. Alice schläft noch. Ralf ist nicht da. Ne, irgendwas habe ich übersehen. Was ist das? Ah. Das war der Reinigungsservice, der uns an das andere Ende der Stadt schickte. Naja, können wir auch noch mal RA9 anschauen. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Was ist das? Vogel. Eine Armbanduhr. Und Geld. Nee, das legen wir zurück. Ja, nochmal genauer umschauen. Nee. Sie schläft noch. Also, wenn sie schläft, wer weiß das schon genau? Da bin ich wirklich gespannt, was mit Alice ist. Und nach draußen gehen kann ich auch nicht. Mensch, irgendwo müssen doch hier Klamotten sein. Nee, da ist überall nichts. Da habe ich auch nichts übersehen. Hier ist auch nichts. Da auch nicht. Da gehe ich doch nochmal nach oben. Vielleicht ist ja oben noch eine Option, die ich übersehen habe. Da, die Tür lässt sich nicht öffnen. Aus dem Fenster kann man auch nichts machen. So. Da ist nichts. Das ist mit diesem L1-Hinweisen, das ist nicht gut gemacht. So, da haben wir die Kommode nochmal. Ach, da habe ich vorhin nicht richtig hingeschaut wahrscheinlich. Ja, da sind Anziehsachen. Okay. Kara zieht sich um. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. In einem Spiel, das weltweit vertrieben wird. Genau. Also wir haben hier faktisch zwar eine Maschine vor uns, aber gleichzeitig gilt die Regel in Videospielen, zumal wenn sie auf dem amerikanischen Markt vertrieben werden, dass man gefälligst Frauen nicht nackt zu zeigen habe. Und genau das ist hier passiert. Also schon durch diese kleine Geste wird auch wieder visuell deutlich gemacht, dass wir uns hier eigentlich mit Menschen näher verbinden sollen. So, jetzt haben wir uns erstmal umgezogen. Mal sehen, ob wir jetzt noch was tun können. Das war doch schon ganz erfolgreich. Ja, alles schläft noch. Okay, also wir haben hier unten immer noch keine anderen Handlungsoptionen. Da fehlt also noch was. Der Spiegel sagt auch nichts weiter zu uns. Okay. Was könnten wir noch ändern?
Nach draußen gehen können wir auch nicht. Ah. Ja, das zieht sich ganz schön hin hier. Entschuldigung. Auch hier dieser Videospielautomat, der da an der Seite steht. Kein Mensch weiß, warum ich mir den anschauen soll. Okay, gucken wir nochmal ins Bad. Jetzt. Okay. Ja, dann schneiden wir uns mal die Haare. Oh, genau. Schneid ja nicht ins Ohr. Oh, ein moderner Kurzhaarschnitt. Und... Ah. Können wir die Haarfarbe wechseln? Ich mag ja bei Videospielcharakteren weiße Haare, das muss ich ehrlich sagen. Ich weiß eigentlich gar nicht warum. Ich finde es immer sehr schick. Aber wir wählen trotz allem mal einfach ein Schwarz. Genau. Und da haben wir die Szene, in der sich Kara die LED entfernt. Das hatte ich schon mal in einem Trailer gesehen, deswegen habe ich das bei oder in einer anderen Zusammenfassung gesehen, deswegen habe ich das bei Marcus vorhin erwähnt in der letzten im letzten Let's Play. Okay. Das wär's jetzt. Hank ist hier. Connor ist hier. Unsere Officer befragen die Leute in der Nachbarschaft, falls jemand was gesehen hat. Okay, sag mir Bescheid, wenn sie irgendwas finden. Was willst du mit dem machen? Ich habe keine Ahnung. Also, was haben wir hier? Sichtungen Bus 230. Sie nahm den ersten Bus, der vorbeikam, und fuhr bis zur Endstation. Also, was schließt du daraus, Sherlock? Die gehen nicht davon aus, dass noch ein zweiter dabei ist. Die reden nur in der Einzahl. Also, das ist alles sehr... Also, es deutet sehr viel darauf hin, dass... Vielleicht ist sie ja noch in der Nähe. Alice ein Android ist. Okay. Das wird also das erste Zusammentreffen zwischen Kara und Connor sein. Ach Gottes Willen. Ralph hat was zu essen für das Kind. Ist gut für sie. Ein Geschenk. Wegen der ganzen Missverständnisse. Ralph will kochen. Wir machen es genau wie die Menschen. Menschen mögen Fleisch. Komm. Komm, setz dich. Das ist sehr nett von dir, Ralph, aber wir müssen los. Los? Nein, nein, ihr geht erst, wenn das Mädchen gegessen hat. Wir essen zusammen, wie eine Familie. Der Vater, die Mutter und das kleine Kind. Der ist sehr aufgeregt mit seiner gelben LED. Oh, ich würde das gerne ablehnen. Ralph. Wir gehen jetzt. Komm her, Alice. Das Mädchen geht nirgendwo hin. Und rot. Na, mal hoffen, dass ich mich richtig entscheide. Zur Sicherheit mal die Waffe prüfen. Okay. Du wirst dir nicht wehtun, oder? Mm. Wir sind Freunde. Richtig? Nein, Ralph will dem kleinen Mädchen nicht wehtun. Er will nur, dass es ist. Ich meine, der, das alles. Der meint es ja rührend. Jetzt ist es wieder blau, die LED.
Menschen essen sowas nicht, Ralph. Falsch! Menschen essen tote Tiere. Ich weiß das. In Rot. Okay. Wir essen zusammen. So, Alice scheint nicht sehr begeistert zu sein. Wie eine Familie. Schon besser? Ralph hatte große Mühe, etwas zu essen für das kleine Mädchen zu finden. Es wäre unhöflich, wenn es das ablehnt. Oder nicht? Toll. Was auch immer der da gesammelt hat. Köstlich. Oh ja, köstlich. Köstlich. Okay, da verbrennt es jetzt im Feuer. Ein kleines Kind. Bitte, Kara. Ich will das nicht essen. Was sagt sie? Ja. Sie sagte, es sieht lecker aus. Sie ist sehr hungrig. Der kleine Mensch wird es nicht bereuen. Ralph fängt den besten, den größten, der da war. Das wird ein köstliches Mal. Na, hervorragend. Köstlich. Mach schon. Iss. Ja gut, das jetzt als Prüfung dafür zu nehmen, ob Alice ein Android ist oder nicht. Das nehme ich mal zurück. Okay, von Verstörung auf Gelb. Nee. Wir werden jetzt aufstehen. Nicht die Waffe. Und von hier weggehen, Ralph. Nein. Nein, ich werde nicht gehen. Nicht bis Ralph es erlaubt. Na, Familie, komm. Du sagtest, es soll wie in einer Familie sein, Ralph. Vater. Mutter. Kleine Tochter, oder? Ein Vater würde sein kleines Mädchen niemals mit einem Messer zum Essen zwingen. Na, das wird er wohl einsehen. Okay. Ralph hat sich Mühe gegeben. Deshalb wollte er, dass das kleine Mädchen isst. Ralph ist nicht böse, nein. Nicht böse. Dann lass uns gehen. Jemand zu Hause? Ausgerechnet Connor rettet uns. Softwareinstabilität, schwerste Verletzung, ein Gärtnermodell. Was soll ich jetzt hier machen? Ah, ich soll ihn nervös machen und soll... Am Zaun klebt blaues Blut. ...daraus schließen. Ich weiß, dass noch ein anderer Android hier war. Ralph hat sich da aufgeschraubt. Das ist Ralphs Blut. Also wenn Connor das Blut probiert hat, weiß er, dass es Kara ist. Das ist eine kleine Lücke in der... Sind hier noch andere Androiden? Andere Androiden? Logik. Er könnte ja ganz Nein. anders spielen. Ralph ist Schade. Okay. Ich suche nach einer AX-400. Okay. Hast du sie gesehen? Ralph sah niemanden. Er gibt... dem Prototypen oder dem Androiden ein weibliches Geschlecht, das ist in dem Gespräch vorher nicht gewesen. Hat der Polizist von dem Androiden oder von dem Androiden mit der Produktionsnummer gesprochen? Hab keine Angst. Auch ein Indiz möglicherweise.
dass Connor auf dem Weg der Abweichung ist. Also der Tisch ist für drei gedeckt. Ja, komm jetzt. Pack aus. Sag, wo sie ist. Okay, hier wird er sehr nervös. Schauen wir mal. Okay. Lauf schnell, Kara! Okay, jetzt haben wir einen Namen. Kara flieht. Connor, was ist hier los? Sie ist hier! Melden Sie das! Wo ist sie hingelaufen? Da lang, sie sind auf dem Weg zum Bahnhof. Warum folgt die Polizei denn nicht? Was soll das denn? Was ist denn das? Darf nur ein Android einem Androiden nachlaufen? Sie sind da drüben! Ja, auch du guckst hinterher. Ja, super. Na? Nicht schießen, wir brauchen sie lebendig. Ja. Connor spricht selbst davon, dass sie lebendig ist. Also für ihn ist ticken schon die Uhren, so könnte man das mal sagen. Auf dem Weg zum Abweichler. Oh verdammt! Wahnsinn! Schon nur an diesem einen kleinen Wort kann man es erkennen, aber ich hasse das. Hoffentlich schaffen wir das. Genau, da falle ich drüber. Hey, wo willst du hin? Sie dürfen nicht entkommen. Werden Sie nicht. Sie schaffen es nie auf die andere Seite. Das Risiko nicht eingehen. Hey, du bringst dich doch um. Du verfolgst sie nicht, Connor. Das ist ein Befehl. Ich gebe auf. Na, wenigstens bringe ich mich da nicht in Gefahr. Komm, komm, komm. Warum? Das war doch richtig. Eieiei. Und los. Komm, und los. Okay, na wenigstens das geschafft. Ob das Spiel mich hätte hier sterben lassen? Wäre das eine Option gewesen? Bist du okay? Okay. Alice hat wieder nichts gegessen. Aber wir haben es erstmal auf die andere Seite geschafft. Aus dem Haus raus. Sie leben beide noch. Sie leben beide noch. In Anführungszeichen. Und Connor ist erstmal draußen aus dem Geschäft. So, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Zwei relativ aufschlussreiche Episoden. Zum einen die engere Beziehung zu Hank, die sich aufgebaut hat. Und hier kam es zum ersten Mal zu der Schnittstelle zwischen Connor und Kara. Zum anderen natürlich auch in Bezug auf RA9 bin ich ein Stück weiter gekommen mit einem persönlichen Ansatz. Ich denke tatsächlich, dass viel dafür sprechen könnte, dass sich die Androiden je hin zu RA9 entwickeln. Und das geht noch nicht so ganz damit zusammen mit dem Androiden, der bei Ortiz misshandelt worden ist und der Ortiz dann tötete, der faktisch RA9 eine Opfergabe gebracht hat und von einem Messias gesprochen hat. Also das würde wiederum sprechen für Marcus oder irgendeinen anderen Androiden, vielleicht auch Amanda, die die Revolution forciert. Aber das werden wir erst im nächsten Teil sehen.